Heute geht es um rockröhrigen Gesang. Und weshalb ihr hier gerade mongolische Musik hört, ist das da. Dieser Kehlkopfgesang, den ihr hört, der kommt am ehesten aus dem Tuwischen, im Mongolischen. Und dieses... Das ist der Grundstock dessen, was ich euch heute zeigen möchte. Schön, ne? Können wir jetzt auch eine halbe Stunde anlassen, aber wir haben ja noch was vor heute. Also, das, was ich euch heute zeigen möchte, das geht natürlich nicht nur ins Mongolische, aber da kommen die Techniken historisch gesehen her, die dann irgendwann ihren als Einfluss hineingeflossen sind in Rock- und Popgesang, vor allen Dingen Rock, aber auch inzwischen im Popgesang, bis in Heavy-Metal-Gesang. Ja, so das war als Vocal Fry kennen und False Chord und Shouts und, ne, und Growls und Screams und wah, ja, so etwas. Das hat da so seine Ursprünge. Wie das Ganze gebildet wird, das baut auf dem normalen Clean-Gesang auf. Ne, also alles, was hier jetzt so raspelig und knarrig und so etwas rüberkommt, das kann man natürlich auch hey, yeah, oh, yeah, ganz normal singen, dann nennt sich dann halt Clean-Gesang, also, ne, das sollte sitzen. Also, wovon ich schon geredet habe in den letzten Folgen, ja, das ist hier jetzt quasi ein leichter Aufbaukurs. Wenn der Atem noch nicht fließt, wenn du noch nicht so genau weißt, was meint er denn mit Stütze singen, ne, oder mit Kompression, dass ich halt tatsächlich sage, so, da, Lautstärke produzieren. Ja. Guck dir am besten erstmal noch die anderen Sachen an oder frag mich was in den Kommentaren dazu. Ja, also ich bin auch gerne immer da für Q&A, wie man das heute nennt, also Fragen und Antworten. Okay. Rockgesang ist etwas, das mir sehr viel Spaß macht. Ja, ich gehe mal zu was anderem, denn dieses Mongolische ist natürlich lustig als Intro, aber wir wollen ja nachher zu was ganz anderem. Einer meiner Lieblinge ist Dave Grohl von Foo Fighters und der singt eher I got another confession to make! Ja, so. Und das ist etwas, was ziemlich laut ist. Ja. Whoa! Whoa! So etwas. Und lustigerweise kann ich hier rumrühren und danach sofort mit euch ganz normal weitersprechen. Das ist ein Trick. Es ist nicht so, dass meine Stimme immer so sein muss. Ich kann das an- und ausschalten. Wow! Ja, ich kann anschalten, ich kann ausschalten. Das ist etwas, was etwas ist, das mache ich durch eine Körperkoordination. Ja, am meisten dadurch, was passiert dabei in meinem Kehlkopf? Ja. Meine letzte Folge ging darum, ganz viel so den Hals aus der Geschichte rauszulassen, um die Kraft und auch den Luftdruck zu finden, da wo er eigentlich herkommen sollte, aus der Lunge. Das war tatsächlich ein Plädoyer für Lautstärke. Bei Sprache, bei Gesang, bei allem Möglichen. Hier ist es nachher lustigerweise, um diese Lautstärke zu erreichen, muss ich nachher gucken, dass ich die Luft ein bisschen festhalte. Ein bisschen zurückhalte. Ja? Dass sie nicht einfach nur wow! Und weg. Habe ich kurze Lautstärke, aber ich krieg das nicht lange hin. Ja. Kommen wir zu den Techniken. Es geht, wenn du das hier guckst, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Leute im Kopf, so wie ich, wo ich dann sage, oh, wen mag ich denn gerne singen? Oh, Dave, so, ja, zum Beispiel. Oder Janis Joplin, Joan Jett. Ne? So, I love rock and roll, put in, ne? Dance with me, ow! So etwas. Ja. Und auch die werden nicht heiser dabei. Ja, noch nicht mal Lemmy. Ja. Das ist Technik. Es kann auch sein, dass man sich die Stimme kaputt säuft. Und dann ist die so. Und dann kannst du nichts dagegen machen. Ja, so. Dann klingst du halt so. Schade, aber ich habe noch niemanden getroffen in der Art. So. Also. Die meisten Leute, die das falsch angehen und sagen, ja, ich gröle jetzt einfach so lange bis,
und ich sauf jetzt und rauch so lange, bis meine Stimme so reibig klingt wie, da passiert das leider nicht. So, also das sind die Leute, die dann eher irgendwann zum Logopäden müssen, weil sie Schwielen auf ihren Stimmbändern haben. Das sind so kleine Knötchen und dann schließen sich die Stimmbänder nicht mehr richtig. Und dann bestelle ich ab sofort nur noch so meinen Kaffee morgens oder so etwas. Ja, das funktioniert nicht. Und das gibt es auch gerade im Metal-Gesang, gibt es nachher ganz viele Leute, wenn die das verkehrt machen, dann machen die das nicht lange. Dann müssen sie irgendwann operiert werden und danach singen sie dann Jazz oder Rappen oder irgendetwas, was nicht ganz so aggressiv ist. Und lustigerweise, diese Aggressivität, die in diesem Gesang drinsteckt, die übt man am besten erstmal leise. Also das gleich mal vorweg. Ja? Ihr seht zwar, wenn ihr die Leute anguckt, die sehen aus, als würden sie gerade sich die Lunge aus dem Halse brüllen. Ja? Oder als wären die gerade da, ne, da pochen alle Adern. Ja? Das heißt, so, Hulk. So, ja? Groß, grün, so etwas. Aber die Technik, die dahinter steckt, das ist etwas, was ich an- und ausschalten kann. Was mit dieser Aggressivität eigentlich nichts zu tun hat. Das ist eine Koordinationssache. Den Rest kann ich dazu aufbauen, ja. Aber ich kann das aggressiv, ne? I got another confession to make! So. Oder I got another confession to make! And I'm your fool! Whoa! Whoa! Ja, also meine Mimik kann dabei einschlafen. Ich brauche das nicht. Es macht mehr Spaß, sich zu bewegen. Es ist auch eigentlich schöner. Also wenn ich zu konzentriert bin dabei, ist ja auch nicht gut. Ja, so, dann wird meine Atmung fest und dann konzentriere ich mich nur noch auf das, was da passiert. Und das ist auch gar nicht deswegen. Deswegen singe ich das ja gar nicht so gerne, wegen der tollen Technik. Ja, sondern das ist nur das Vehikel, um das rauszukriegen, was ich raushaben möchte und danach normal mit euch weitersprechen kann. Okay. Mein Tipp: Seht euch ruhig die Leute an und hört sie euch an. Eure Helden und Heldinnen, was das angeht. Aber geht mal gucken, dass ihr sie euch live anguckt. Weil da auch das, was nicht ganz so gut klappt, also die ganzen Studioaufnahmen, die wir erkennen und die ich gleich auch abspielen werde, das ist das, was wir aus dem Radio hören oder aus unserer Playlist, das sind diese Studioaufnahmen. Das sind 15 Takes, die gemacht wurden. Die drei besten wurden genommen und dann wurde noch ineinander gemischt. Von wo nehmen wir den Refrain, von wo nehmen wir diesen Schrei, oh, das war richtig cool. Ja, das ist bei meinen eigenen Aufnahmen auch nicht anders. Ich habe bei den letzten Aufnahmen musste ich immer dreimal den Song durchsingen. Das eine Mal so, das nächste Mal ein bisschen aggressiver und so weiter. Ja, und dann wird das Beste genommen. Und heutzutage auch noch gerne, dass so ein bisschen vielleicht, okay, der Ton war richtig cool, aber er muss noch ein bisschen gepitcht werden, damit er noch ein bisschen besser reinpasst oder was, dann wird dann halt noch technisch dann nachgebessert über Autotune, über Effekte, Hall, Reverb, Doppelung und so weiter. Ja? Und das, was ihr dann hört, was aus dem Radio kommt, ist gar nicht wirklich Dave oder Chet oder Joan Jett oder so etwas live. Je älter die Aufnahmen sind, so ja, Joan Jett auch schon oder Janis Joplin oder so, da gab es diese Technik noch nicht so. Ja, aber alles, was heutzutage aufgenommen wird, da kann man ziemlich sicher sein, die hören sich anders an, wenn du sie dir live anguckst. Guck sie dir live an. Hör sie dir live an. Hör auch, wie sie das rauskriegen, was sie rauskriegen möchten. Ja? Und vergleich das gerne. Okay. Vergleichen, live sich gerne angucken, viel bewegen. Ja? Und es gibt dabei auch Leute, die einfach nur losgegangen sind. Die haben eine Band gehabt in einem kleinen Proberaum und es war sehr laut. E-Gitarre, Schlagzeug und so weiter. Und ich als Sänger in dem Fall stehe dann da und sage, alles klar, egal was ich jetzt mache, das kriegen die anderen sowieso nicht mit. Ich probiere mich jetzt so lange aus, bis was klappt. In meinem Fall hat das eine Weile gut geklappt und ich habe auch eine schöne Lautstärke mir erarbeitet, was das angeht. Aber ich habe gemerkt, wow, nach so ein paar Auftritten bin ich heiser. Also bin ich losgegangen und habe mir Gesangsunterricht gesucht. Auch damit ich lernen kann, Lautstärke ohne Heiserkeit. Oder auch diesen Trick, den ich da jetzt euch schon mal vorgeführt habe. Ja?
hätte ich auch vielleicht lernen können ohne jeglichen Gesangsunterricht. Ohne jemals irgendein YouTube-Video zu sehen. Einfach nur, weil ich gesagt habe, so, ich drehe die Mucke echt laut auf, wenn ich dusche, wenn es mit den Nachbarn okay ist. Wenn ich Auto fahre, ja. Wo man ja eigentlich auch mitkriegen sollte, wenn hinter einem Balübala versucht zu überholen oder so. Aber das sind halt Momente, wenn es um mich herum eh schon schön laut ist, da kann ich auch gut mitsingen, ja, und dagegen angehen. So, kann ich nur empfehlen, ich mache heutzutage, wir sind viel zu Hause, schnappt euch einen Kopfhörer, tanzt in der Wohnung rum, klärt das vielleicht ab mit eurer Nachbarschaft. So, und habt Spaß beim Singen. Ja. Das Ganze mit dem, ich glaube, ich gebe noch mal so ein paar Beispiele. Es gibt die ganze Geschichte noch in Ticken leiser, was ich empfehlen kann zu üben. Das ist das, was man dann halt, da ist das nicht so laut. Also nicht, ja, sondern eher so leise. Das ist das, was ich jetzt mache. Das nennt sich dann halt Vocal Fry oder rumgrummeln. Ja, also ich knarre jetzt einfach unten rum. Und das ist eher leiser. Das ist etwas, was aber auch dieses rockröhrige, dreckige auch manchmal ausmacht. Das sind jetzt meine Stimmbänder, die sich nicht vernünftig schließen. Ja? Jemand, der dafür sehr berühmt geworden ist, dass er das macht zum Beispiel, ist auch eher aus, ja, ich weiß nicht, ist das Rock oder ist das Pop? Nickelback, ich zeige euch das mal. So, ne? Also wenn der singt, dann singt er die ganze Zeit so. Ja. Never made it as a wise man. Das hier. I couldn't care about the poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sending out a sense of feeling. And this is how you remind me. Das ist so, als würde er immer rumnühlen. Oh nö, nee, ich will noch nicht aufstehen. Nee, lass mich noch schlafen. Nee, nee. Never made it as a wise man. Ja, also da nühlt er rum. Und jetzt, da gibt es auch Leute, die sagen, ja, der hat einfach so viel, ne, Whisky-Intus oder was auch immer, der klingt dann so. Muss mal gucken, ob ich das gleich auf Anhieb finde. Es gibt ihn aber auch in Clean-Gesang. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. Das ist Chad, der Sänger, in Clean. This is how you remind me. Und jetzt wieder das andere. This is how you remind me of what I really am. This, ja. Never made it as a wise man. Never made it as a wise man. Ja, das ist dieses Rumgenöle. Das lässt sich perfekt morgens üben. Ich meine jetzt nicht, dass ihr morgens Nickelback hören müsst. Ja, aber er ist ein gutes Beispiel, um sich das anzuhören und zu gucken, aha, so hört sich das also an, wenn ich das auch, das ist halt auch eine sehr angenehme und ungefährliche Art, sich diesem Thema zu nähern. Dieses Rumgenühle und so etwas. Ja. Das übersetze ich dann nachher irgendwann noch weiter in Lautstärke. Aber wenn ich das in laut mache, never made it! Weißt du, so gleich losgehe und sage, nee, ich möchte nicht Nickelback singen. Oder sagen wir mal, ich möchte nicht wie Nickelback singen. Ja, so dieses, das nennt sich dann halt Vocal Fry. Fry, so etwas, ja. Ich möchte gleich laut anfangen, weil ich nur laute Musik höre. Und ich will gleich von Anfang an shouten. Würde ich nicht machen. Ich würde den Kram erstmal in leise üben, das an- und auszuschalten und das zu finden. Zu sagen, wie mache ich das, womit mache ich das? Denn das sind halt Muskeln hier drin, da sind so 60 Muskeln drin, die sorgen dafür, dass meine Stimme klingt, wie sie klingt. Und unter anderem kann ich dafür sorgen, dass meine Stimmbänder sich nicht mehr vernünftig schließen. So, und dann hat das halt diesen komischen, raspeligen Effekt, der aber nicht wehtut. Ja, und damit kann ich dann auch alles Mögliche singen. Solltet ihr jetzt lieber was auch immer, Sade singen wollen oder wen auch immer, ihr könnt alles singen in dieser Art und Weise, wenn es nicht zu laut wird. Ja, so, das ist dann halt das Vocal Fry. Gerne üben. Wie komme ich daran, wenn ich nicht rankomme? Es hat ein bisschen was von Räuspern, aber da muss man vorsichtig mit umgehen. Denn wenn ich tief räusper, ja, dann ist das etwas, was ich quasi gefühlt noch unter meinen Stimmbändern mache. Ja, das ist das, was, wenn ich das länger mache, dann komme ich eher in etwas, das sich anhört wie Krümelmonster.
Kekse. Ja, wenn ich das eine Weile mache, da merke ich jetzt schon, meine Stimmbänder raspeln sehr gegeneinander. Ja, und das fängt dann an weh zu tun. Wenn ich das jetzt noch eine Weile mache, dann habe ich Schwierigkeiten, normal weiterzusprechen. Habe ich jetzt schon. Das dauert echt nicht lang. Na, also Krübelmonster ist nicht zu empfehlen. Manche Sänger und Sängerinnen bauen das ein in ihre Mucke, aber nicht lange. Die machen dann, weißt du, so, also in so einem Übergang oder was, um das dreckiger zu machen. Aber kann ich so nicht empfehlen. Ja, Krübelmonster, wenn es sich danach anhört, oder wenn ihr auch tatsächlich merkt, boah, nach ein paar Sekunden fängt das schon an, dass meine Stimmbänder sich komisch anhören, was länger dauern kann, wenn man in Action ist. Also, ne, gerade wenn man auf der Bühne ist oder mit lauter Musik drumherum, dann kann das sein, dass man das am Anfang gar nicht so merkt. So schnell geht auch nichts kaputt. Aber wenn ihr nach dem Singen merkt, meine Stimme klingt seltsam und prickelt, mein Hals prickelt, ja, schöner Effekt, falsche Technik. Ja. Wenn ich jetzt nicht tief räusper, sondern so ein höfliches Räuspern, so Entschuldigung, ja, und wenn ich das mache, das ist eher was von Beavis and Butthead. Ja, so etwas, so ein fieses Lachen. Das ist überhalb meiner Stimmbänder und da helfen meine Taschenfalten mit. Da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das nennt man auch gerne mal False Chords, also die falschen Stimmbänder. Die sind dicker. Und wenn ich die nehme, ja, das da. Ja, da kann ich damit noch einen Tick mehr Lautstärke produzieren, als mit dem normalen Vocal Fry. Und die möchte ich erwischen. Also wenn Räuspern üben, gerne mit Vorsicht und auch leise. Also ne, lieber leiser als laut. Dass ich die ansteuern kann, wann ich das möchte. Kann ich das anstellen, kann ich das ausstellen? Leise. Schön leise. Okay? Ja? Das dann zu dieses das dann zu verlängern und in ein Wort hinein. Hey. Ja, sagen wir mal, höfliches Räuspern. Hey. Hey. Hey, hallo. So etwas. Da schütze ich meine Stimmbänder mit, weil die Taschenfalten da drüber die Arbeit übernehmen und die können mehr ab. Deswegen kann ich nach wie vor ganz normal mit euch sprechen, auch wenn ich das da mache. Ja? Und das ist auch das, was dann nachher passiert bei au! Da waren wir doch, Joan Jett. Ich zeige euch das eben schnell. Oder ich zeige euch gleich mal was anderes. Und zwar Adele, ein ganz anderes Beispiel aus dem Pop-Bereich. Die macht das nämlich auch. Hier nicht. Ja, sie ist ja eher bekannt für sanfte Töne, kann aber auch anders. Schauen, wo habe ich sie denn? Da. Bisschen leiser. Ganz kurz. Ja. Nochmal. Ein Ticken lauter und nochmal. Das ist dieser Fry, dieses nölige, ich will nicht aus dem Bett raus. Aber nur kurz. Adele macht das nur kurz. Die geht da rein und wieder raus. Und auch dieses watch it burn! Ja, das ist etwas, da schützt sie auch ihre Stimmbänder durch die Taschenfalten drüber. Das ist dieses höfliche Obenräuspern. Watch it burn! Ja, und dann halt mit der Tonhöhe dabei. Ja, am Anfang gerne üben,
ohne jegliche Tonhöhe, da geht es nur um Räuspern. Und dann irgendwann kann ich auch die Tonhöhe damit bestimmen. Aber erst kommt dieses vorsichtige Räuspern, daraus ein Wort machen, daraus dann irgendwann Töne machen und die gehen dann hin und her. So, okay. Ich zeige euch nochmal ein extremes Beispiel. Da geht es dann eher um das Schauten. Also wenn ich dieses, wenn ich das in laut mache und eine ganze Weile, ne, dann ist es nicht mehr nur rockröhrig, sondern schautig. Also ne, ist es halt die ganze Zeit. Was mache ich damit? Ein berühmtes Beispiel ist von Chester. Linkin Park, Numb. Das hier ist noch clean. Ne? Also, das ist noch. Jetzt fängt er an. Die ganze Zeit. Ja. Und das den ganzen Refrain lang. Da ist wieder clean gesagt. Ja. Ja, also hier ist become so numb, dann geht das nur so weiter die ganze Zeit. Das nennt man dann irgendwann Schauten. Ja, da verlassen wir auch langsam den Bereich des Rockröhrigen und gehen in den Bereich des Metaligen. So. Jemand, den ich da sehr mag, der dort immer rein und raus geht, ist halt der Dave Grohl. Da habe ich ja vorhin schon was von angefangen. Ich zeige euch mal ein anderes Beispiel. Clean. Das ist jetzt Foo Fighters, Dave Grohl. Auch noch clean. Watch it as he goes. Ja, gleich nochmal. Nochmal clean und das andere. Hier wird clean gesungen. Ja, also er geht rein und er geht raus. Ja. Here goes my hero, watch it as he goes. Ja, das eine ist clean, das andere nicht. Und da komme ich hin, wie gesagt, durch höfliches Räuspern, leise üben. Das ist jetzt so die Version, das ist jetzt schon eine Weile. Ja, sodass er auch dieses laute Singen, auch dieses laute clean Singen, das muss ja auch erstmal da sein. Here goes my hero. Wenn ich das nicht kann, dann sollte ich das Ganze als raspelig auch erstmal nicht angehen. Watch it as he goes! Ja? Dann komme ich sonst eventuell doch wieder in so ein Cookie Monster Ding, weil ich versuche extra viel Luft rauszuholen. Ja? Dann bin ich aber nicht bei Kekse, dann bin ich bei Kekse, Kekse! Ja? Das ist auch immer noch Krümelmonster, nur ein paar Töne höher. Das ist das tiefe Räuspern. Kekse, Kekse! Und geht immer höher. Wenn ich das jetzt weitermache, dann tut mir der Hals weh. Ja? Also lieber erstmal leise üben, im Zweifelsfall mir eine Nachricht schicken, einen Kommentar da lassen oder sonst irgendetwas in der Art. Ja? Und vor allen Dingen auch bis hierhin ruhig auch nochmal sich die Sachen angucken, wo es um Atmung geht, wo es um Lautstärke produzieren über die Atmung geht. Ja? Und einfach zuschauen. Also, ne? Kein Krümelmonster. Wer ist denn das? Du kannst zum Beispiel The Ace of Spades kannst du als Krümelmonster singen oder The Ace of Spades, The Ace of Spades. Ja, da räusper ich oben, aber zieh meinen Kehlkopf runter. Dadurch kommt diese Tiefe wieder zustande. Ja? Und trotzdem, wenn ich das als Krümelmonster mache, dann mache ich das nicht lange. Dann habe ich zwar Bock, den Song zu singen, mit Lemmy, aber danach nicht mehr. Und mit der richtigen Technik kann ich danach normal weiterreden. Ja, das ist schon lustig, was die Mongolen da erfunden haben. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr zu Hause auch noch equipped seid, weil ihr irgendwelche Videokonferenzen mit irgendwelchen Leuten habt, was ja heutzutage mehr gemacht wird als früher, dann habt ihr vielleicht Kopfhörer, dann habt ihr vielleicht ein Mikro, dann habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit bei euch sowas wie Audacity oder Adore. Es gibt so Open Source und freie Programme, mit denen man sich selbst aufnehmen kann.
Nutzt die gerne. Ja? Spielt damit ruhig die Musik, ob die ihr mögt. Oder macht die Übungen und hört es euch danach nochmal an. Und guckt, dass ihr schön nah am Mikro dran seid, damit ihr das Ganze erstmal leise macht. Dies ist das Plädoyer für leise. Denn dieses Ganze mit dem ja, ich drücke zwar von unten, mache aber oben ein oberes Räuspern und das macht zu. Und das liegt über meinen Stimmbändern. Meine Stimmbänder sitzen knapp darunter. Hier rede ich gerade mit meinen Stimmbändern. Und ihr nicht! Ja, so. Und dadurch mache ich darüber zu und das schützt meine Stimmbänder. Ja, die vibrieren auch immer noch mit. Also es gibt nicht nur Stimmband, denn auch wenn ich normal rede, das ist immer dabei. Oder auch wenn ich diese False Chords Geschichten mache mit den Taschenfalten, auch da sind die Stimmbänder irgendwie immer mit dabei, aber sie werden geschützt. Und dadurch kriege ich eine andere Form von Lautstärke hin und kann die Sachen andrecken. Dieses aggressive, dreckige Singen ist ein Singen, bei dem die Stimmbänder geschützt werden. Es ist nur ein Trick. Ja, aber es ist ein cooler Trick. Okay. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr merkt, irgendwie tut meinem Herzen was nicht gut, meldet euch, trinkt ein bisschen Wasser, trinkt Tee. Das hilft am besten. Trinkt keinen Whisky. Für die Stimme nutzt das auf jeden Fall nicht. Nutzt die Technik, die ihr habt. Geht gucken, wo ihr laut singen könnt. Dusche ist super. So, ne? Auto auch okay, man sitzt dort. Aber ne? so etwas. Und spult den ganzen Kram, den ich euch erzählt habe, ruhig nochmal zurück und nutzt den Pauseknopf an bestimmten Ecken, wo ich zum Beispiel den Unterschied zwischen tiefen Räuspern und hohen Räuspern nochmal ne, so hin und her zeige und geh gucken, ob ihr das auch nachmachen könnt. Besonders natürlich das hohe Räuspern. Okay, das war's von meiner Seite dann für heute und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.